Stroh. Ein uralter Rohstoff, naturrein, bestens verfügbar, erlebt seine Renaissance im Hausbau. Strohballen statt Ziegel, das ist das Motto. Die Gründe dafür sind vielfältig. Also zum Beispiel bei einem Strohhaus wird mir alleine bei der Errichtung fast 100 Tonnen CO2 der Umwelt erspart. Und generell, sage ich mal, der ganz große Vorteil, und das bekommt der Bauherr noch als kleines zuckerloses Belohnung obendrauf, ist einfach dieses ausgesendete Raumklima, was also wirklich nur durch natürliche nachwachsende Rohstoffe zu erreichen ist. Also Stroh und Lehm ergeben ein Raumklima, was mit nichts anderem zu vergleichen ist. Immer größer wird somit die Nachfrage nach Strohhäusern. Das liegt auch an den beachtlichen Preisvorteilen. Bauen mit Stroh ist sicherlich nicht teurer als bei einem herkömmlichen Gebäude, Gegenteil, sogar 5-10% günstiger, wenn Sie dieselbe Energiekennzahl vergleichen. Es ist immer ganz ein wichtiger Faktor, dass ich also vergleiche selbe Energiekennzahlen, und durch das, dass wir bei Stroh sehr gute Dämmwerte haben und gute Energiekennzahlen erreichen, sind wir meistens 5-10% sogar günstiger. Oft fehlt jedoch die konkrete Vorstellung, wie ein Haus mit Strohziegeln gebaut wird. Doch Information ist alles. Unsere Freunde haben sich natürlich Sorgen gemacht, warum gerade Strohballenhaus. Da nisten sich die Mäuse, das Haus brennt ab. Das alles konnten wir mit unseren Antworten bereinigen sozusagen, und wir freuen uns auf unser neues Haus. Der Einsatz von Stroh beginnt mit dem Aufstellen der Strohballen. Dabei ist Präzision oberstes Gebot. Zudem werden die Strohziegel dann noch passgenau nachgeschnitten. Schritt für Schritt entstehen so die Außenwände. Ein imposanter Anblick. In diesem Stadium gilt es, die Strohballen auf maximale Festigkeit zu trimmen. Die Strohballen sind wie Ziegel aufeinandergesetzt, in der sogenannten lasttragenden Bauweise. Dieses Haus wurde in lasttragender Strohballenbauweise errichtet, ergibt Gesamtwandstärke von 90 cm. Und bei den Fenstern haben wir Holzriegelkonstruktion gemacht, ergibt eine Wandstärke von 55 cm, hat immer noch einen sehr guten U-Wert von 0,1. Im Hausinneren wird selbstverständlich auch auf maximale Verwendung von Stroh und natürlichen Baustoffen Wert gelegt. So kommt Stroh als Dämmstoff in den Zwischenwänden zum Einsatz. Schilfmatten dienen als Haftgrund für den Innenputz, der mit einem der ältesten und gesündesten Baustoffe der Menschheit durchgeführt wird, mit Lehm. Lehm sorgt für ein optimales Raumklima, ist frei von Schadstoffen, kostengünstig, wiederverwendbar und regional verfügbar. Die Außenhaut des Hauses wird zunächst mit Kalkputz beschichtet und danach mit der gewünschten Wandfarbe versehen. Im nahezu fertigen Zustand wie hier ist dann von Stroh und Lehm nichts mehr zu sehen, aber umso mehr zu spüren. Raumklima, Wohnempfinden und die Heizkostenvorteile sind allgegenwärtig. Also ein Strohballenhaus hat mit Sicherheit einen wesentlich besseren Energiewärmewert. Die Baustoffe sind alle ohne graue Energie, das heißt, sie sind alle mit wenig Vorenergie belastet. Und das Klima durch den Lehmputz und durch die dicken Wände ist Sommer und Winter ausgezeichnet. Auch hochwertige Haustechnik kommt zum Einsatz. Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen würde ich auf eine Wärmepumpenanlage nicht verzichten. Eine kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist unbedingt erforderlich bei energieeffizienten Häusern. In diesem speziellen Haus sind Niedrigstenergiefenster eingebaut mit dreifach Isoliergläsern mit einem sehr hohen Wärmegrad bzw. auch Wärmegewinnungsgrad. Zukünftig wird sich sehr viel im Fenstersystem tun. Wir haben eine eigene Entwicklung im Hause, und da geht die Entwicklung genau dorthin, dass man Energie gewinnt durch Sonnenstrahlen bzw. Photovoltaik-Varianten, die in den Fenstern eingebaut werden. Perfekt gebaut und bestens betreut. Die glücklichen Strohhauseigentümer stehen kurz vor dem Einzug ins neue Heim. Zum Abschluss ein wichtiger Tipp an alle Bauleute. Meine Empfehlung für die Bauherren ist, nehmen Sie sich viel Zeit für die Planung, so wie wir.
Denn nur wer gut plant, für den wird der Hausbau, egal mit welchem Baustoff, nicht zum Sprung ins kalte Wasser.